Schau mal, dieser Briefträger. Sie sind so faul und taugen nichts. Sie fahren nur den ganzen Tag Fahrrad, werfen ein paar Briefe ab und zu ein und kassieren ihr Geld. Polizisten, Feuerwehr und Rettungsleute, das sind für mich die richtigen Helden. Aber wie würdest du deine Briefe bekommen, gäbe es keine Briefträger? Heutzutage wird sowieso schon alles übers Internet verschickt, sodass man bald keine Briefe mehr braucht. Ich finde trotzdem, dass die Briefträger ein bisschen mehr Respekt verdienen, als du es ihnen gegenüber zeigst. Lass uns über was anderes reden. Erzähl mir lieber, wie es gestern im Kino war. Dieser Anton, er kann nur ärgern. Wieso verteidigt er diese faulen Briefträger? Da kommt schon einer. Aber heute ist doch Sonntag. Wieso trägt er heute aus? Was? Drei Briefträger sitzen auf der Bank auf einmal. Echt komisch. Ein Briefträger fährt Bus. Was soll das? Ein Hotdog wird mir bestimmt gut tun. Einen Hotdog, bitte. Alles in Ordnung? Ja, klar. 2,50 bitte. Hier, bitte. Dankeschön. Guten Appetit. Seit wann verkauft ein Briefträger Hotdogs? Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso sind überall Briefträger auf einmal? Oh nein, hier ist ein Unfall passiert. Ich hoffe, es hat sich keiner verletzt. Da kommt schon die Polizei. Was? Die Briefträger statt Polizisten? Ist das ein Witz? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da kommt Anton wieder. Hallo Anton. Gut, dass ich dich treffe. Hallo Dennis. Was ist? Da ist ein Unfall passiert. Und statt Polizisten kamen die Briefträger. Schau mal selbst. Die Briefträger? Ja. Aber ich sehe keine Briefträger. Wie? Du siehst keine Briefträger? Da sind sie doch. Bei den Autos. Also, Dennis, ich sehe wirklich keine Briefträger. Da stehen nur zwei Polizisten. Was ist los mit dir? Ich weiß es selbst nicht. Aber ich sehe überall Briefträger. Komm mal mit, ich zeige es dir. Siehst du den Hotdog-Verkäufer? Ja, das ist auch ein Briefträger. Aber ich sehe einen ganz normalen Mann. Und ich sehe da einen Briefträger. Das ist echt seltsam. Und wie lange hast du das? Seit heute Morgen. Du hast gestern schlecht über die Briefträger geredet. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ich weiß es nicht, aber ich will, dass es aufhört. Vielleicht solltest du jetzt über die Briefträger etwas Positives sagen. Vielleicht. Ich probiere es. Der Briefträger ist der schönste Beruf der Welt. Die Briefträger sind sehr fleißig. Sie bringen uns wichtige Briefe und arbeiten bei jedem Wetter. Und? Spürst du irgendwelche Veränderungen? Eigentlich nicht. Lass uns zum Hotdog-Verkäufer noch einmal gehen. Dann wissen wir, ob es geholfen hat. Das ist eine gute Idee. Und? Was siehst du? Ich sehe einen Hotdog-Verkäufer und keinen Briefträger mehr. Ich sehe einen Hotdog-Verkäufer. Danke dir, Anton. Du hast mir so geholfen. Ich habe aber nichts gemacht. Trotzdem danke dir. Ich werde nie mehr über jemand schlecht reden, denn alle Berufe sind wichtig und verdienen Respekt. Lieber Zuschauer, was hält ihr von dem Beruf eines Briefträgers?
in Kommentaren könnt ihr uns darüber schreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos unseren Kanal.